Der Asteroid Bennu rast auf die Erde zu und könnte sie im nächsten Jahrhundert treffen. Ein Einschlag wäre dramatisch. Mit einem Durchmesser von rund 500 Metern hätte er die Wucht von 80.000 Hiroshima-Bomben. Es wäre absolut verheerend. Jetzt hat die NASA zusammen mit dem Kernwaffenlabor Lawrence Livermore National Laboratory das Projekt Hammer gestartet. Was es damit auf sich hat und ob es die Erde retten kann, das jetzt in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Am 11. September 1999 wurde der Asteroid Bennu entdeckt. Er ist einer von unzähligen Asteroiden, die in unserem Sonnensystem, ja, man muss sagen, die hier so durch die Gegend fliegen. Vollkommen unkontrolliert, denn wo, wie viele, mit welcher Flugbahn unterwegs sind, das ist weitestgehend ungeklärt. Millionen und Abermillionen Gesteinsbrocken rasen durch unser Sonnensystem. Und dabei sind die Zahlen allein für unseren Planeten beeindruckend. Es wird vermutet, dass etwa 1 Million Asteroiden sich im Bereich der Erdumlaufbahn befinden. Und die Gefahren, die von ihnen ausgehen, sind größer als bekannt. Dass ein Himmelskörper in die Atmosphäre eindringt und explodiert oder einschlägt, kommt nämlich öfter vor, als wir denken. Wie oft das in den letzten 13 Jahren passiert ist, wurde ja erst jüngst bekannt. Wir haben darüber berichtet, 26 Asteroiden sind auf der Erde eingeschlagen in 13 Jahren. Darauf gekommen sind findige Wissenschaftler. Sie hatten die Idee, beim weltweiten Atomteststopp-Überwachungsnetz nachzufragen, ob es andere größere Explosionen auf der Erde gab. Und es waren 26. Lediglich ein einziger Einschlag wurde dabei vorhergesehen. Alle anderen kamen im wahrsten Sinne des Wortes aus heiterem Himmel. Jedes Jahr schlagen also im Schnitt 2 größere Asteroiden hier auf der Erde ein. Bisher hatten wir großes Glück, denn die Gesteinsbrocken schlugen im Meer, in Wüsten oder sonstigen unbewohnten Gebieten ein und verdampften bereits in der Atmosphäre. Jetzt hat die NASA mit der gezielten Bahnverfolgung von Asteroiden begonnen. Im letzten Jahr startete ja die neue Behörde Planetary Defense Coordination. Diese haben die USA eingerichtet, um erdnahe Asteroiden zu entdecken und zu verfolgen. Sie gelten als Auslöser von Massensterben auf der Erde. Alle paar Millionen Jahre steuert man ein größerer Asteroid auf die Erde zu, der das Leben tatsächlich bedroht. Die NASA hat deswegen das Ziel, bis 2020 alle erdnahen Asteroiden, die größer sind als 140 Meter, zu entdecken. Denn genau diese könnten der Erde sehr gefährlich werden. Experten plädieren deshalb immer wieder für eine bessere weltweite Zusammenarbeit und den Aufbau eines koordinierten Frühwarnsystems. Und jetzt will die NASA zum ersten Mal gezielt die Flugbahn eines Asteroiden beeinflussen. Also endlich ist es soweit. Bennu wird der Erde zum ersten Mal am 25. September 2135 nahe kommen. Dann ist das Risiko eines Einschlags noch extrem gering. Die Wahrscheinlichkeit liegt dann bei etwa 1 zu 2700. Aber wie wird die Erde dann die Flugbahn beeinflussen? Sie könnte den Asteroiden noch näher an die Erdumlaufbahn heranbringen und damit das Risiko deutlich erhöhen. Soweit will es die NASA gar nicht kommen lassen. Deshalb hat die NASA zusammen mit dem Kernwaffenlabor Lawrence Livermore National Laboratory das Projekt Hammer gestartet. Hammer steht für Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response, auf Deutsch Hypergeschwindigkeits-Asteroiden-Entschärfungsmission für Notfallmaßnahmen. Es geht wirklich zum ersten Mal darum, die Flugbahn eines Asteroiden gezielt zu beeinflussen. Er soll von der Erde weggebombt werden. Ein 9 Meter langes Raumfahrzeug soll auf dem Asteroiden einschlagen und ihn so von seiner aktuellen Flugbahn ablenken. Allerdings, so zeigen Studien, wären 7 Einschläge zur effektiven Ablenkung nötig und damit müssten 25 Jahre vor einem möglichen Einschlag müsste damit begonnen werden. Die Physikerin Megan Bruck-Ziel ist an dem Projekt beteiligt und die sagt dazu, wenn viele Abschüsse für eine erfolgreiche Umleitung nötig sind, wird die Mission schwieriger, weil es bei jedem einzelnen Abschuss eine Fehlerquote gibt. Deshalb wird jetzt über einen einzigen Atomschlag gegen die Asteroiden nachgedacht. Der nukleare Ansatz hat das Potenzial, viel mehr Energie auf ein Objekt wie Bennu zu übertragen, was die Geschwindigkeit und Flugbahn stärker verändern würde, so das Kernwaffenlabor. Das wäre viel effektiver und wahrscheinlich würde eine einzige Detonation eben ausreichen, die allerdings nicht auf dem Asteroiden stattfinden würde, sondern neben ihm. Wenn ihr als erstes Neues zum Thema Gefahren durch Asteroiden und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video und das garantiert. Ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Klicks so mitmachen und mir Themen vorschlagen oder an Abstimmungen teilnehmen und mitbestimmen, was hier bei Klicks und passiert. Der direkte Draht zu mir, einfach hier draufklicken, dann geht alles
quasi automatisch. Und natürlich nicht das Abo mit der genauen Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, Asteroiden bedrohen die Erde, Asteroid Day. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, bis dann, bleibt dran.